Hey und willkommen zur Die Sims 4 Inselleben-Review mit exklusivem Gameplay-Material und Q&A. Ich bin Daniel von SimFans.de und SimFans.de ist Teil des EA Game Changers-Programms. Ich wurde von EA zu EA Play in LA eingeladen und konnte dort das Die Sims 4 Inselleben-Erweiterungspack vorab spielen, aufnehmen und mit den Entwicklern plaudern, um euch jetzt davon ausführlich in mehreren Videos zu berichten. Vielen lieben Dank dafür an EA und ich hoffe, dass ich euch damit bei eurer Entscheidungsfindung helfen kann, das Pack zu kaufen oder eben nicht. Viel Spaß! Ja, ihr habt hunderte Fragen gestellt auf Facebook, Instagram und auf Twitter, natürlich auch im Community-Tab auf YouTube. Und ich habe mir so ein paar rausgesucht. Es sind nicht alle Fragen drin, weil manche waren auch doppelt und ich habe probiert, wirklich so viele wie möglich reinzunehmen. Wir starten direkt mal mit Facebook, Hurrika, werde ich die Farben der Meerjungfrau beeinflussen können? Ja, allerdings. Es gibt unzählige Outfits, es gibt 4 verschiedene Schwanzflossen, man hat sogar neue Augenfarben und es gibt auch, also wirklich krasses, ist hier im Erstelle ein Sim, man kann die Schwanzflosse und das Oberteil komplett frei unterschiedlich festlegen. Es gibt auch zueinander passende Oberteile und Schwanzflossen und man hat auch noch besondere Zähne. Meerjungfrauen haben neue Zähne. Es ist wirklich, wirklich schön, was die da gemacht haben im Erstelle ein Sim und es sieht richtig cool aus wie unterm Wasser, weil wir oben so ein Licht jetzt haben im Erstelle ein Sim. Bevor es ans Gameplay geht, auch nochmal weiter, gibt es das Muscheloberteil von der Meerjungfrau in verschiedenen Farben und Mustern, sodass man es in den Farben passend zur Schwanzflosse gestalten kann. Ganz genau, Strohmeier Sarah, das gibt es auch hier auf Instagram, war die Frage. Und das ist wirklich schön. Also man hat wirklich den kompletten Freiraum bei den Meerjungfrauen. Man hat einmal die normale Form auch als Sim und dann die Meerjungfrauenform. Denn die Meerjungfrauen, die verwandeln sich, sehen wir gleich im Video, wenn die in das Wasser gehen oder wenn die in der Badewanne sind. Also wenn die quasi komplett mit Wasser bedeckt sind, dann verwandeln die sich zu Meerjungfrauen. Man kann beide Stile, wenn du Vampire kennst, kennst du das vielleicht schon, man hat einmal die Meerjungfrauenform und die normale Simform. Und dann kann man das wirklich individuell gestalten, wie man das möchte, dass man komplett frei. Die nächste Frage von LeniXLoveX13. Auch auf Instagram, kann man als Meerjungfrau verwandelt werden oder muss man dies so erstellen? Also du kannst beides machen. Entweder du erstellst einen komplett neuen Sim als Meerjungfrau oder du verwandelst deinen Sim. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, am besten ist es mit einer, es gibt eine besondere Meerjungfrauentang, eine Frucht. Ja, Meerjungfrauentang heißt die. Und mit dieser Frucht kann man verwandelt werden. Die kann man finden in der Welt. Und es gibt auch noch eine Belohnung im Belohnungen-Store, also für Lebenszeit-Laufbahn-Belohnungen, oder wie heißt das in Sims 4? Diese Belohnungspunkte, die man für das Erfüllen von diesen Wünschen bekommt, da kann man auch für 500 Punkte diese Frucht sich kaufen. Paula FB, kann man die Meerjungfrau auch normal spielen wie ein Sim und was kann sie alles? Ja, Paula, das hat auch einigen gefallen hier auf Instagram, deine Frage. Und zwar kann man die ganz normal als Sim spielen. Neu ist natürlich das Bedürfnis Hydration, das heißt, die brauchen immer mal wieder Wasser, egal in welcher Form, damit die quasi dieses Bedürfnis wieder aufladen können. Ja, sonst ist das ein bisschen schlecht, aber was dann passiert, am besten selbst herausfinden, aber es ist nicht so lustig. Und ja, sie hat viele besondere Fähigkeiten, das kann man glaube ich schon mal sagen. Ich glaube, jeder weiß das mit den Meerjungfrau-Gesängen, dass es da was Tolles gibt. Also ja, sei da gespannt drauf. Ich möchte eigentlich echt nicht zu viel verraten. Vielleicht ein Tipp, also sie können zum Beispiel mit ihrem Gesang andere Sims verführen, aber es gibt noch viel mehr. Celine 3023 fragt, wird es auch mehr Männer oder Kinder geben? Ja, tatsächlich. Also wir haben mehr Männer, Kinder nicht. Meerjungfrauen, Meerjungmänner, gibt's das? Meermänner sind ab dem Teenageralter und älter verfügbar. Das heißt, du kannst die, die sind quasi dann erst ab dieser Altersstufe Teenager, ne, junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren, da, sie können die mehr Flossen haben, ne, mehr Jungfrauen sein und haben auch dann diese Bedürfnisse vorher nicht. So, kann ein normaler Sim mit einer Meerjungfrau ein Meerjungfrauenbaby bekommen? Können Kinder tauchen und surfen lernen? Hey, das waren mehrere Fragen. Also, ein normaler Sim kann mit einer Meerjungfrau natürlich ein Baby machen, aber die Kinder, die sind dann normale Sims.
Kinder können schnorcheln, aber ich glaube nicht tauchen. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Das konnte ich nicht ausprobieren mit Kindern, ob die tauchen können. Auf jeden Fall können Kinder auch schnorcheln und es gibt auch tolle Outfits dazu. Surfen ist nicht in dem Pack mit drin, aber es gibt Jetskis und es gibt die neuen Boote als Wassergefährt. Und wir haben noch eine Frage von Still Loving Sims, auch hier auf Instagram. Kann man Meerjungfrauen deaktivieren? Ich finde sie zwar schön, aber auf Dauer nerven mich so supernatural Inhalte eher. Wäre bei den Aliens und Vampiren auch angebracht, sie deaktivieren zu können. Tatsächlich haben wir das in der Feedback-Runde, also wir hatten so eine Feedback-Runde wirklich im kleinen Rahmen, ich glaube es waren 6-7 Leute oder so, mit den Entwicklern, mit der Lead-Producerin, also wirklich der Chefin auch von dem ganzen Pack. Und die hat dann auch gesagt, also es geht nicht, dass man die deaktiviert, aber man muss sie nicht spielen. Bei Meerjungfrauen ist es nicht so, dass die irgendwie jetzt einen irgendwie großartig stören, aber man muss halt einfach nicht eine Meerjungfrau erstellen oder eben die Frucht essen und dann hast du das Gameplay gar nicht und dann nerven die dich auch nicht oder so. Die laufen auch nicht nachts durch dein Haus wie die Vampire. Aber das Feedback, ja, das nochmal, das Feedback ist wirklich angekommen auch, ne? Die hat das auch verstanden und hat das auch gehört und hat halt eben auch das dann so quasi beantwortet, wie ich das jetzt sage. Und ich habe da einiges noch mit reingebracht, auch an Feedback, was ich so aus der Community gehört habe, auch insgesamt zum Sims-4-Spiel, das mal kurz eingeworfen. Die waren da wirklich offen für Hinweise und Meinungen und die haben uns auch gefragt, hey, was wünscht ihr euch für Welten, was müsste noch an der Stelle an Sim geändert werden? Und ja, also da wirklich, das kam dann echt auch an, ihr werdet gehört, die Community wird gehört. Ob sie es umsetzen, ist eine andere Geschichte, aber ja, man hat es weitergetragen und die anderen haben dann einen da auch unterstützt. Es war wirklich so sehr, dass alle, die dort waren, so ein bisschen das Gleiche irgendwie fanden. So im Großen und Ganzen, das fand ich ganz toll. Dann kam das auch wirklich so an. So, jetzt müssen wir aber noch ein paar Fragen hier abarbeiten. Mari LCRW, hab da keine Frage, aber ich wollte dir einfach mal sagen, dass deine Videos echt toll sind. Das habe ich mit reingenommen, fand ich so süß. Dankeschön dir dafür. Ja, wenn ihr mich supporten wollt, alle Infos in der Videobeschreibung, wie ihr das machen könnt. Vielen lieben Dank. So, jetzt aber Tina Eileen, wie heißt die neue Welt und kann man auch surfen? Die neue Welt heißt Sulani und nein, man kann leider nicht surfen, aber es gibt Jetskis und Boote und Luftmatratzen und so ein bisschen, ne, das Gameplay mit dem Meer, mit der Meerjungfrau natürlich. So, ist es eine normale Urlaubswelt oder eine normale Marlin Stars? Ja, 79 Likes hier auf Instagram bekommen, hammergut. Ja, es ist eine Wohnwelt, ganz klar. Es ist eine Wohnwelt und die Entwickler haben auch gesagt, hey, die wollen das unbedingt so machen, weil es gab so ein bisschen Kritik, ne, mit Autoleben und mit Dschungelabenteuer, dass man da immer, ne, da kann man ja nicht dauerhaft bleiben und es ist auch ein bisschen eingeschränkt, wenn man da nicht wohnt, kann man bestimmte Services zum Beispiel nicht engagieren und so weiter und Partys veranstalten zum Beispiel auch. Und deswegen, ja, es ist eine Wohnwelt. Es ist eine Wohnwelt. Ganz normal, wie Willow Creek zum Beispiel auch funktioniert. So, dann haben wir Mimi5108. Wird es eine neue Welt geben? Und wenn ja, wie viele oder wenige Grundstücke? Also wir haben eine neue Welt, drei neue Nachbarschaften bzw. Gebiete. Es gibt insgesamt 14 Grundstücke. Einmal haben wir 6, einmal haben wir 5, einmal haben wir 3. Und es gibt noch so ein Festival öffentlicher Bereich. Natürlich auch schön weitläufiger öffentlicher Bereich. Dieses Mal auch wieder wunderschön gestaltete Insel. Guck dir das Weltenvideo an, falls du das noch nicht geguckt hast. Da zeige ich die Welt, gebe da einen Überblick, ohne zu viel zu verraten. Ja. Gibt es Yachten und Privatinseln, Jonas Hoffmann 33? Also, es gibt keine Yachten oder andere größere Schiffe. Es gibt dieses Kanu und dann diesen Jetski. Die gibt es in verschiedenen Farben, sind richtig mega schön gestaltet. Privatinseln, das ist so ein bisschen, ja. Also es gibt zwei Inseln quasi, die so ein bisschen abseits sind, ohne Land oder nur ganz wenig angrenzendes Land. Also das ist quasi schon so eine Privatinsel. Da kann man machen, ja. Dann Creativity94, auch ganz oft gefragt, ganz oft geliked. Wird es Hausboote geben? Nein, es wird keine Hausboote geben in diesem Pack. Das ist nicht mit drin. Dann, wird Sulani eine Reisewelt oder eine Wohnwelt sein? Hatten wir auch schon, das wurde so oft gefragt. Sorry, zweimal reingerutscht. Wohnwelt, ganz klar. So, was haben wir noch? Wir haben, wird es Strandgrundstücke geben? Ja, und zwar ohne Ende. Auch hier der Verweis auf das Welten-Preview-Video von mir.
zu Juli. Kann man nur in der neuen Welt im Meer baden oder auch in den alten? Es geht nur in der neuen Welt, in den alten nicht. Das ist leider so. Ja, wir haben es auch gefragt und wir haben gesagt, das würde so ein bisschen, wer hätte das überladen? Da müssten die ganzen Welten komplett neu anpassen. Das Feature war einfach nicht von vornherein angedacht und deswegen ist es nicht möglich, in den alten Welten zu schwimmen. So, im Meer. Dann, Britzel, wird man auch in Brindleton Bay im Meer schwimmen können? Auch hier, nein, in allen Welten geht es nicht. Und wie funktioniert das mit den Booten? Also das ist ganz cool eigentlich gelöst, zumindest erspart man sich einige Zeit. Man kann sowohl als auch, also das Ding entweder im Meer platzieren und dann draufhüpfen und dann ne, rumfahren. Oder man packt es ins Inventar und klickt dann im Meer auf hier hinfahren und dann schnappt er sich das Ding aus dem Inventar, fährt dann dorthin und kann dann dort auch wieder absteigen. Auch mit den Booten, total toll. Man kann auf den großen Kanus, kann man auch angeln, während man auf dem Boot ist. Man kann auf dem Boot chillen, man kann also Blütenblätter wegrieseln lassen. Man kann die Jetskis auch upgraden, dann kommt da Feuer raus und es ist wirklich, wirklich, ja, umfangreicher, als man vielleicht denken mag. Also die Boote, die Jetskis sind echt, echt cool gemacht. Da gibt es einiges, was man da anpassen kann, upgraden kann und sich dazu kaufen kann. So, Pietchen 7070. Wird es eine Unterwasserwelt geben? Nein, keine Unterwasserwelten. Die Sims können zwar schnorcheln, ne, in diesen schönen Gebieten, wie man jetzt auch schon gesehen hat, aber es wird keine Unterwassergrundstücke geben. Die Sims können auch tauchen, Tauchlehrer werden, aber nichts, man sieht nicht unter Wasser, ne? Also das blubbert dann über Wasser so ein bisschen raus. Die können da auch Schätze suchen und alles unter Wasser, aber es gibt keine Welt, die man quasi unter Wasser besuchen kann. Ja, that's it hier. Vanessa Knaus, ich liebe alles. Kann man endlich Grundstücke bzw. am Wasser platzieren und bauen? Im bzw. am Wasser, ja. Also es gibt Grundstücke am Wasser, im Wasser komplett nicht. Aber die meisten Grundstücke, die am Wasser sind, die sind wirklich fast komplett im Wasser. Also es ist echt schon richtig schön gemacht auch. Ja, dass mich das ein bisschen stört und deswegen nehme ich auch diese ganzen Fragen rein, was gibt es nicht, damit es auch klar ist. Es gibt kein wirklich, also die ganz großen Grundstücke, die 50x50 Grundstücke, die sind leider nicht am Wasser. Also es ist, ja, es ist so ein bisschen, ja, also es ist schon, es gibt ein großes Grundstück, aber es ist 50x50 ist wirklich das Maximum. Ich glaube, die Frage kam auch nochmal. Genau, gibt es ein 64x64 Grundstück auf der Insel Bistli 1? Nein, maximal 50x50, davon gibt es 2. Ja, gibt es eine neue Grundstücksart? Nee, es gibt keine neue Grundstücksart, aber auch im Weltenvideo habe ich die neuen Grundstücksmerkmale gezeigt und da sind richtig coole Sachen mit dabei. Und ja, guck da mal rein. Also da gibt es so ein bisschen was zu den Grundstücken und wie man die dann quasi beeinflussen kann, ob es jetzt über die Grundstücksart oder über die Merkmale. Ich finde Merkmale sogar cooler, weil dann kann man auch mehrere auswählen. Und nein, keine neue Grundstücksart aber. So, Leas Planet, kann man mit Luftmatratze auf dem Meer liegen? Auf dem Meer liegen wahrscheinlich. Ja, kann man. Die kannst du auch frei rausplatzieren. Die kannst du, da kannst du dich drauf chillen und dann schwimmt die so ein bisschen rum auch und bewegt sich. Ist sehr schön animiert und aufpassen, ne? Wenn du Sonnenbaden machst, dann musst du aufpassen, dass du nicht rot wirst. Sonnenbrand bekommst mit deinen Sims. So. Gibt es neue Fischarten und andere neue Sammelobjekte? Ja, wir haben jede Menge neue Fische in diesem Pack. Und auch, wir haben auch ganz neue Muscheln. Und wirklich schöne Muscheln. Und mit manchen kann man sogar was anstellen. Ist nicht nur Deko. Also, ich würde auch mal sagen, lieber selber entdecken. Und ja. Können Kinder und Kleinkinder Muscheln am Strand sammeln? Ja, das können sie, ganz klar. Ist wunderschön animiert. Die buddeln da rum und können auch rumspielen. Es ist so schön. Pfötchenbande, können die Hunde auch vorne im Meer schwimmen? Ja, die können auch wirklich im Meer auch schwimmen. Das haben die gemacht, die Entwickler. Und wenn ihr Hunde und Katzen habt, dann könnt ihr eure Hunde auch ins Meer schicken und die können da auch rumschwimmen. Gibt es auch, wie auf den Bildern gezeigt, endlich Liegestühle? Ja, endlich, Hanna. Krass, oder? Ja, das Beste kommt zum Schluss. Nee, wirklich mal. Also wir haben echt Liegestühle jetzt, 2 verschiedene. Guck da mal das Kaufen Baumodus Preview Video an. Da zeige ich die beiden mit allen Farboptionen, die es gibt. Und es gibt auch neue Handtücher, auf denen man sich auch sonnen kann. Gibt es auch mega viele Farbenmusteralternativen.
Jeanette, welche Interaktionen sind denn mit den Delfinen möglich? Oh, jetzt kommen wir in ein Schema rein hier. Und gibt es eine detaillierte Unterwasserwelt zum Erkunden? Also mit den Delfinen ist so viel möglich. Man kann mit denen eine Beziehung aufnehmen. Und vor allen Dingen Meerjungfrauen haben da den Vorteil natürlich. Die fühlen sich dann so hingezogen zu den Delfinen und umgekehrt auch. Und man kann dann die Beziehung steigern. Es gibt wirklich, man kann mit denen spielen, man kann die dann auch knutschen, wenn man eine hohe Beziehung mit denen hat. Und es ist wirklich, wirklich tiefes Gameplay, also was da möglich ist, alles. Guckt das euch am besten aber selber an im Detail. Ich möchte auch nicht immer zu viel, ich muss immer gucken, dass ich so die Waage irgendwie finde. Ja, was kann man mit einem Delfin auf ein Grundstück beherbergen? Mann, Leute, strengt euch mal an hier, wenn ihr schon Fragen stellt hier. Heidi, das ist nicht möglich. Also die Delfine, die tummeln sich bei den Bojen. Da könnt ihr die gut finden. Es gibt mehrere Bojen und da findet ihr die. Meerjungfrauen können die dann auch herbeirufen. Auch wenn ihr eine gute Beziehung mit den Delfinen habt, könnt ihr die herbeirufen. Dann habt ihr die auf dem Grundstück, mehr oder weniger. Aber es ist nicht möglich, die irgendwie da zu fangen oder so, ne? Oder so einzubauen oder was. Ja, kann man Delfine adoptieren? Oh, süß, das wäre toll, oder? Also man kann denen einen Namen geben, das ist ziemlich cool. Also man kann denen wirklich so einen Namen geben, auch mit einer höheren Beziehung. Und dann ist das quasi so der eigene Delfin, den man immer wieder über die Beziehungsleiste dann auch herbeirufen kann. Aber adoptieren in dem Sinne nicht. Das sind freie, eigenständige Tiere. So. Hat man denn eine Beziehung zum Delfin? Liebe deine Videos. Hashtag grün. Ja, es ist wirklich so, also man hat da so eine Beziehungsleiste wie mit einem Sim auch und dann sieht man da, ne, wie weit ist die vorangeschritten und dann kann man entsprechend viele Tricks oder so mit dem machen und Interaktionen machen, die man vorher dann nicht kann mit einer geringeren Beziehung. So, kann man Delfine selber erstellen und kann man mit den Blättern kochen, so eine Art Feuerstelle? Also, das hast du bestimmt auf dem Trailer gesehen. Also, Delfine kann man nicht selber erstellen. Das sind wilde Tiere, die hier in der Welt auftauchen. Und mit den Blättern kann man wirklich kochen. Das ist eine neue, komplett neue Feuerstelle. Und da kann man diese Blätter, also man macht da erst ein Feuer und dann wartet man, bis die Glut da ist. Und dann kann man die Blätter, dann kann man da kochen. Und da gibt es auch neue Gerichte und man kann dann auch also die Blätter so drüber legen und dann köchelt das so ganz langsam vor sich hin, zieht dann durch und dann kann man das essen. Dann wirklich auch schön gemacht, neues Kochobjekt. Ja. So, Crazy Sims Girls. Hier kann man einfach so im Meer schwimmen und gibt es da eine Grenze und trifft man Delfine dann einfach irgendwo im Meer oder sind die immer nur an einer Stelle anzutreffen? Ja, also Meer kannst du, je nach Nachbarschaft ist es unterschiedlich. Also es gibt ja diese offene Inselwelt, da kannst du komplett um alle Inseln auch drumherum schwimmen. Dann gibt es diese untere Nachbarschaft, guck dir das Weltenvideo an, wenn ich weiß, welches meine. Und da ist wie so ein See, ne? Mehr oder weniger. So ist eine Lagune innerhalb und da kannst du dich dann auch komplett frei bewegen. Und an der dritten Welt mit dem Vulkan und so, und da kannst du dich auch frei bewegen auf der einen Seite, also vor dem Vulkan. Also gibt es auch Tauchergebiete und so, tiefe Tauchgebiete. Und da kannst du dich auch komplett frei bewegen. Hinter dem Vulkan kann man nicht vorbeischwimmen. Ich habe es kurz probiert, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber schon ziemlich, 90%. Ja, die Delfine, wie gesagt, findet man ganz gut bei den Bojen. Mehr Tipps gebe ich dazu jetzt aber nicht mehr. Und es gibt neue Karrieren. Ja, 3 Stück, wirklich sehr, sehr cool. Wir haben die Umweltschützer-Karriere, wir haben die Rettungsschwimmer-Karriere und die Tauchlehrer-Karriere. Und das sind so kleine Karrieren. Und dann gibt es noch so freie Aufträge, die man dazu erfüllen kann. Da kann man dann täglich, ne, irgendwie sammeln 10 Muscheln oder keine Ahnung. Und dann kann man die annehmen und dann ein bisschen Simoleons verdienen, wenn man hier auf der Inselwelt lebt. Das finde ich auch sehr schön umgesetzt. Das ist alles so ein bisschen lockerer auf der Inselwelt. Und da macht man eher so ein paar Aufgaben, was halt irgendwelche Inselbewohner und so wollen. Ja, können die Hunde im Ozean schwimmen? Ja, die können das. Gibt es auch Haie, die Sims töten können? Ach Mann, also ich wollte eigentlich nicht darüber reden, aber ja. Aber ich sag dazu nicht mehr. Gibt es neue Todesarten? Ja, es gibt neue Todesarten. Ja. Beziehungsweise, ne, also es ist quasi eine alte Todesart, aber mit einem neuen Weg zum Beispiel. Ich glaube, es gibt insgesamt sogar 3
Wege zu sterben, was ich rausfinden konnte. Mindestens zwei aber, da bin ich ganz sicher. Ja, dann haben wir, gibt es wieder eine Poolbar? Nee, leider nicht, ne? So ein paar Sachen haben sie dann doch irgendwie. Ja, der Fokus war woanders. Dann gibt es neue Aktivitäten für Kleinkinder und Kinder sowie Outfits. Ja, jede Menge am Strand auch, richtig schön gemacht. Und die Kinder, die können das auch machen, Sandburgen kann man bauen, man kann so im Meer rumplanschen, man kann da rumwarten im Wasser. Wir haben super schöne Outfits, wie ich finde, so richtig schön. Ja, auch so ein bisschen urlaubsmäßig, aber dann trotzdem auch so in die Richtung, dieses, ne, kulturelle Insel. Solche Outfits mit so richtig schön farbenfroh und ja, also wirklich, wirklich schöne Sachen. Wir haben sogar Schwimmflügel jetzt, Leute. Wir haben Schwimmflügel, finally, endlich mal. Sehr schön. Die kann man übrigens auch in dem Kleinen, hat einer der Entwickler gesagt, kann man auch in diesem, wenn ihr Jahreszeiten habt, in diesem Planschbecken kann man die auch, für Kleinkinder kann man die auch benutzen. Das ist ein Kass-Outfit. Gibt es ein neues Erstreben, also was für ein Bestreben, wie ein Stranger will, also irgendwas mit Meerjungfrauen zum Beispiel. Es gibt ein neues Bestreben, das heißt, oh, lass mich kurz überlegen, also mit Strand, Strand. Hier, wo sind meine Notizen? Hier kommen, ich gucke. Ich finde. Sekunde. Wir haben ein neues Bestreben und zwar heißt das Strandleben, ganz genau. Also da muss man, ist man Tourist, muss man braun werden, da muss man bei einer Coverparty Gold verdienen, das ist dieses neue Getränk, was es gibt, eine Kokosnuss dann essen, ne? Dann ist man Sandsieber, da muss man Strandgut sammeln und Essen grillen und so. Und da gibt's dann mehrere Dauerurlauber, da muss man die Strandhöhle erkunden, verborgenen Schatz finden und so weiter, also da geht's schon ab dann. Und dann Strandstammgast, das ist die vierte Stufe, und da hat man dann beim Entspannen in einem Lounge oder Schwimmsessel wegdösen. Ja, das geht auch. Ja, dass die da dann einfach, ja, einschlafen. So, jetzt haben wir da, wo waren wir jetzt? So. Das ist das neue Bestreben. Und es gibt zwei neue Merkmale, glaube ich, ja. Kind des Meeres und Kind der Insel. Kind des Meeres, das ist quasi so, dass die Sims, ja, zum Beispiel dann sind die schlecht gelaunt, wenn die dann Fische fangen, ja, weil die sind dann eher pro Meer, ne, also ja, für die Tiere und deswegen ist das dann negativ, aber die fühlen sich dann sehr wohl, wenn die zum Beispiel dann im Wasser sind, ist auch ein sehr gutes Merkmal für Meerjungfrauen, die kommen dann in positive Stimmung. Kind der Inseln ist dann eher so, ne, ich bin auf der Insel, da kann man sogar die Ahnen dann herbeirufen, das sind so Sims, die sind, ne, wie Geister und das sind die Ahnen und mit denen kann man dann, ja, mit denen kann man sich anfreunden und dann, ja, quasi so ein Urteil von denen bekommen. Das probiert ihr am besten auch selber aus. Es kann positiv oder negativ sein. Auch wenn ihr zum Beispiel die Welt verschmutzt, dann können die euch auch so ein bisschen, ja, an den Karren fahren. Wie gesagt, ich möchte euch nicht zu viel verraten. Mir ist ganz wichtig, dass man das auch selbst entdeckt, aber ich möchte euch natürlich schon einen umfangreichen Einblick geben und auch eure Fragen beantworten. Und ja, da fühlt man sich, also wenn man da die Insel verschmutzt, dann sind die dann böse. Und das ist dann auch, ja, wenn man dann an Land ist, auf der Insel ist, dann freuen die sich auch, bekommen dann auch eine positive Stimmung als Kind der Insel. So, gibt es jetzt Leitern oder sind das nur Landschaftsobjekte? Es gibt wirklich Leitern, aber nur ins Meer rein. Also das heißt, nur ist ziemlich cool und ganz toll. Die Sims können auch vom Fundament, vom Haus ins Wasser reinspringen. Ja, die können wirklich von oben runterspringen in das Wasser rein und dann mit der Leiter wieder hochklettern auf das, ne, auf den Steg vom Haus. Es gibt ja die neuen Fundamente mit so Säulen, die ins Wasser gehen. Und da kann man runterspringen, auch von normalen Fundamenten natürlich auch. Ja, wenn da das Meer tief genug ist, ja, wichtig. Gibt es Handtücher zum Drauflegen oder und mitnehmen? Ja, Pienchen. Ja, gibt es. Und zwar zwei verschiedene Größen und ganz, 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 ganz viele verschiedene Farben. Auch hier kaufen Baumodus-Preview angucken, da zeige ich die alle. Ja, wird das Wasserrutschen endlich gehen für den Pool? Nee, leider nicht, Denise. Hätte ich mich auch drüber sehr gefreut. Es geht hier in diesem Pack mehr um dieses natürliche Inselleben und nicht um Ressort oder, ne? Ja, es geht mehr ums Meer, aber selbst ins Meer gibt es keine Rutschen, also keine Wasserrutschen in diesem Pack, nee.
gibt es auch in dem Pack Jetskis. Ja, Lara, gibt es auch. Und wie gesagt, ich habe schon erklärt, es ist wirklich coole Interaktion damit möglich. Jetskis, ich würde jedem empfehlen, da so ein Ding ins Inventar zu packen und die ein bisschen abzugraden. Es ist echt witzig gemacht, total lustig. Dieser Sim-Charm kommt da richtig rum bei und wenn man mit denen rumfährt. Und es ist wirklich, wirklich cool. Schönes Fortbewegungsmittel. Hat ein bisschen was von Autos, muss ich dazu sagen. Dass man eben nicht irgendwie überall hinreist mit der Karte, sondern dass man einfach mit dem Jetski so ein bisschen da rumfährt, statt zu laufen. Ne? Also es ist schon ganz cool, irgendwie so vom Gefühl her auch, muss man sagen noch. Kann man Hotels bauen und liken, leiten, ja, das hatten viele geliked, aber nein, keine Hotels, keine Resorts, keine Feriengrundstücke, es ist eine Wohnwelt und es geht um das Inselleben und nicht um Hotels in diesem Pack. Ja, ich weiß, im Inselparadies war das drin, wir haben es auch so ein bisschen bemängelt, ja, natürlich muss das Pack sich auch den Vergleich gefallen lassen zu Sims 3 Inselparadies, wo es Hausboote gab, wo es Rutschen gab, wo es Hotels gab, aber nein, nicht hier drin. Dafür haben wir Delfine, sag ich jetzt mal. Und ja, wir gucken mal weiter. Kann man neue Fähigkeiten erlernen? Und wenn ja, welche? Es ist so, dass es keine neuen Fähigkeiten in diesem Pack gibt. War auch so ein Kritikpunkt von mir. Alles ist so ein bisschen rumgestrickt um die bereits bestehenden Fähigkeiten. Ne? Und vieles spielt in die Fitness natürlich mit rein, in die, ja, in diese Fähigkeit. Dann gibt es neue Berufe oder anderes. Viel Spaß noch in L.A. Ja, ich bin wieder zurück, Samuel. Es gibt 3 neue Berufe, wie gesagt. Und das sind so, ja, das sind so Berufe. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht, weil wenn man das so im Gesamten irgendwie überblickt, es sind wirklich schöne Berufe. Natürlich sind die jetzt nicht wunderspannend oder so. Aber ich finde es ganz toll, dass die dieses Umweltschützer-Thema da mit reingebracht haben. Das ist auch so ein gesellschaftliches Thema momentan noch stärker als sonst wann. Und das finde ich echt gut. Also das ist so ein bisschen auch das genutzt, um das Spiel, das so ein bisschen auch genutzt, um das ja damit einzubringen. Und ja gut, Rettungsschwimmer haben wir dann noch neben dem Umweltschützer und dann den Tauchlehrer. Das passt natürlich perfekt hier rein in dieses Pack. Und ja, probiert das am besten selber aus. Das sind so... Ja, es ist nicht die Wow-Karriere, aber es ist ganz schön gemacht, ja. Jobs, wie vielleicht Meeresforscher etc. Ja, das Umweltschützer geht ein bisschen in die Richtung Meeresforscher, weil du untersuchst da auch das Wasser und sammelst den Müll auf und untersuchst dann alles so ein bisschen. Also es geht schon in die Richtung Meeresforscher auch. Und ja, es ist wirklich, also ich habe es nicht umfangreich ausprobieren können, weil die Zeit natürlich auch begrenzt war, auch nicht in den höheren Stufen oder so, aber man kann auch viele Aufgaben einfach so erledigen. Für die Inselbewohner, da kann man sich so die Aufgaben raussuchen, die man machen möchte und dann eben gucken, hey, was möchte ich heute machen und dann kann man das angehen, ja, ein bisschen Geld verdienen und ja, ganz schön. Dann, wann kommt das Spiel raus? Die wahrscheinlich wichtigste Frage. Die Sims 4 Inselleben erscheint am 21. Juni für PC und Mac und am 16. Juli für PlayStation 4 und Xbox One. Ja. Yeah. Wie viel wird das Pack kosten? UVP sind 39,95 oder 99, weiß ich gar nicht auswendig. Und, also knapp 40 Euro wieder. Und ja, das kostet das Pack. Und so ist das eben, ja. So, Maria Vierling, schon vorbestellt, ja. Wenn ihr das noch nicht getan habt und ich euch überzeugt habe oder ihr das honoriert, was ich euch hier so zeige, dann könnt ihr das gerne über Amazon bestellen, über den Link in der Videobeschreibung. Da bekomme ich einen kleinen Anteil am Umsatz, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Und damit unterstützt ihr mich, ja, wirklich direkt dann auch. Indirekt über Amazon natürlich, aber das ist auch eine Möglichkeit, das hier zu supporten. Was ich so mache, wenn euch das gefällt, dann gerne, gerne. Vielen lieben Dank. Und ja, that's it here. Das waren eure Fragen, die ich rausgesucht habe. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne kommentieren, auch hier. Ich habe auch schon unter den anderen Specials noch andere Fragen auch noch beantwortet. Es sind wirklich sehr viele Fragen. Ich weiß auch nicht alles, aber einiges habe ich schon beantwortet und ich mache da auch, was ich kann. Guckt auf die anderen Videos noch, da erzähle ich auch noch einiges mehr. Und auch dort in den Kommentaren die Fragen, die werde ich auch versuchen zu beantworten. Vielen lieben Dank euch, Daumen nach oben nicht vergessen. Guckt in die anderen Specials rein. Und ja, freut euch auf die anderen Specials hier im Channel. Bis dann.
Tschüss.